Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator 2022 mit mir, dem Dobby. Ja, ich habe jetzt die ersten 40 Teile schon mal draufgelegt gehabt. Und hatte ja gesagt, ich werde ein bisschen vorarbeiten, bevor wir hier dann weitermachen. Und so ist es gekommen. Wir haben jetzt gerade Teil 41 von 56 aufgelegt. Arbeiten uns hier stetig nach vorne. Dann haben wir über die Hälfte des Bereiches schon mit Holz verfüllt, sag ich jetzt mal, beziehungsweise bedeckt. Ist es da jetzt reingefallen? Ach nee, okay, er hat es da hinten angelegt. Ich dachte gerade. So, dann geht's hier weiter. Mit den Teilen. Ja, jede Menge Holz für das erste OG. Und dann sind die anderen Stahlcontainer, die wir da stehen haben, dann wahrscheinlich für das zweite OG, weil Treppen gehen ja noch nach oben. Gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Ich glaube, die stelle ich dann auch alle hier oben dann einmal rein. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann die Betonpumpen überhaupt noch brauchen oder ob das jetzt alles mit Holz gemacht wird. Müssen wir mal gucken. Gleich nach dem Bauschritt gucken wir dann mal rein, ob wir da noch die brauchen. Ansonsten kann ich die ja alle eigentlich erstmal an die Seite fahren. Die setze ich jetzt alle hier hinten an, dann brauche ich nicht mehr so weit mit dem Kran hin und her. So, 4 Teile noch.
So, und das letzte. Na toll. Genau so kommt es wieder. Wir schauen mal eben rein. Jobs CTL CLT. So, Betonteile, Dachbau. Nee, sieht mir jetzt nicht danach aus, als müssten wir hier noch einmal tätig werden. Dann können wir die doch mal zur Seite fahren. Den fahren wir hier durch. Passt er dazwischen? Jawohl. Auch erledigt. Aber ich stehe mit dem Bagger ein bisschen schief. Sehe ich gerade. Okay, falsche Richtung. So, erledigt. Dann, obwohl, nee, wir schleppen uns erst die Teile wieder nach oben und machen die dann hier oben wieder auf, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Wieso fahre ich denn so rum? Ja, gut, komm, nützt nichts. Müssen wir durch. Er hängt an der Spitze von diesem Baustrahler. Es ist unglaublich. So, eins. Und dann nehmen wir die Metallbauteile gleich auch einmal mit hoch. Wenn wir dann gleich die Kiste oben haben und die aufgemacht haben.
Was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass wir eine Gitterbox haben, die noch gar nicht mit nach oben darf, weil die in diesem Bauabschnitt nicht benötigt wird. Die Frage ist nur, welche Gitterbox war es? Ich habe keine Ahnung mehr. Das heißt, eine müssen wir gleich auf jeden Fall wieder mit runternehmen. Ich glaube sogar, dass es einer der ersten drei war, die ich hier oben aufs Dach mit abgestellt habe. Müssen wir gleich mal gucken. Also eine muss auf jeden Fall wieder mit runter. Wieso dreht er sich denn nicht so weit? So, dann haben wir die gleich auch alle oben, so wie wir das haben wollten, und dann geht das jetzt gleich los hier mit Holzwände setzen. Dann kommen jetzt wieder die Holzwände, danach kommt wieder Holz drauf als Dach. Und dann kommen ja auch schon wieder die Stahlträger drauf. Gehe ich jetzt mal von aus. So, jetzt holen wir noch schnell die Metalldinger, die Bauteile, und dann stellen wir die auch eben ab. Ah, da stehen aber auch noch Betonbauteile, also das wird jetzt doch interessanter. Während meine Frau gerade in der Küche niest, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Die backt mir nämlich gerade einen Kuchen. Weil dann kann ich nämlich gleich sagen, nach getaner Arbeit habe ich mir denn den Kuchen verdient. So, dann kommen die mit nach oben. Genau, perfekt. So, dann müssen wir gerade eben einmal raus, müssen die Boxen aufmachen. Na komm,
So, dann haben wir hier die erste. Und dann bin ich mal gespannt, was hier übrig bleibt, beziehungsweise welche Box gleich wieder mit nach unten muss. Hier war keine mehr. So, eine müssten wir jetzt noch irgendwo haben, glaube ich. Wir gucken mal eben rein. Habe ich jetzt eine vergessen oder haben wir jetzt alle aufgemacht? Ne, wir haben tatsächlich alle aufgemacht. Perfekt. Dann gucken wir mal, wo Teile benötigt werden und wo nicht. Ja, dann logischerweise da hinten in die Ecke. Dann hier mal ein paar Teile schon mal rausnehmen. So, die kommen dahin, okay. Also bislang noch keine Kiste getroffen, wo die Teile hier noch nicht her sollen. Da werden noch Zwischenwände oder beziehungsweise Außenwände benötigt.
So, das haben wir. Dann geht's jetzt hier mit den Teilen weiter. Na komm. Jetzt haben wir ihn. Und hier noch eine hin. Dazwischen und hier eine. Na komm jetzt, meine Güte. So. Das ist die, dann geht's hier weiter. Gefühlt irgendwie alle Container falsch hingestellt. Aber naja. So, eben einmal gucken, die kommt. Wo kommt denn die jetzt hin? Ach, da. Ich wollte gerade sagen. So, und die kommt. Nee, so eine Außenwand ist das nicht. Kommt die hier so hin? Und das sind auch Wände ohne Fenster. Das dürfte jetzt nämlich ein Teil sein, was ich nicht brauche. Also stellen wir das wieder rein. Ja, so nicht. So, dann stellen wir das halt so wieder rein.
Gut, dann haben wir das. Das ist auch schon wieder eine Wand, die wir nicht brauchen. Dann stellen wir die auch erstmal wieder rein. Ja komm, jetzt aber. So, zwei Teile noch. In dem haben wir vier. Da drüben haben wir zwei drinne. Das heißt, ein Container kommt definitiv wieder mit hoch. Mit runter. Den müssen wir dann nur einmal umpacken. Genau, da haben wir noch so eine Außenwand. Da fehlt nur noch eine und dann fehlt so ein mittleres Fenster. Das war da. Oder ich nehme einfach beide Container mit runter, oder? Ne, obwohl, komm, wir packen das um, die Zeit haben wir auch noch. Je weniger wir hier rumstehen haben, umso besser. Auf den stellen wir das hier rein. So sollte es nicht sein. Schon etwas besser. Jetzt hat das reingestellt. Dann kommt die auch noch mit runter. Gut, haben wir. Gerade mal kurz einen Schluck trinken, Moment. So, und dann machen wir das folgendermaßen. Weg mit dem. Dann können wir das schon mal auspacken. Et voilà.
Dann geht der hier weg. So, dann haben wir das. So, das haben wir. Den sichern wir erstmal. Dann geht's wieder in den Kran rein. Würde ich sagen, stellen wir den erstmal hier ab, bis wir ihn gleich brauchen. So, dann brauchen wir die Betonträger. Die werden jetzt wahrscheinlich hier hinter wieder aufgestellt. Wenn wir dann sowieso hier sind, können wir die gleich mit rüber liefern. So, das haben wir auch. Die kann ich wahrscheinlich jetzt gleich auch wieder entpacken und dann kommt, lege, weiß ich nicht, 2000 Holzteile aufs Dach drauf. Das machen wir mal eben. Und dann liefere ich den Rest nämlich an. So, et voilà. Sind 41, ja, gut. Nicht ganz die 2000, aber immerhin. So, die haben wir.
So, die haben wir auch. Das packen wir eben aus. Wie viel man immer wegräumen soll. Egal wo man es hinstellt, es steht grundsätzlich im Weg. Ja, genau, das sind wieder die Pfeiler, die man aufstellen soll. Wo es jetzt Richtung Dach geht. Aber wir legen als erst wieder die Holzplatten auf. Und wie gesagt, da arbeite ich wieder vor und wir treffen uns in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit, ich bin raus. Macht's gut.